Moin moin und herzlich willkommen zu einer kleinen TWS-Liebeserklärung. Denn kennt ihr das nicht auch? Da startet ihr ein neues Projekt und merkt, von diesem Bauteil könnte ich eine ganze Menge mehr gebrauchen. So erging es zumindest mir, als ich im Rahmen meines Buchprojektes mit den Arbeiten an meiner Watergun City startete. Denn die geplanten Gebäude und Etagen sollen mit schmalen Treppen verbunden werden, wie ich sie kürzlich auf einer Baustelle gesehen hatte. Und nachdem die ersten Prototypen aus Hartschaum fertig waren, rechnete ich kurz den Bedarf hoch und griff ob der hohen Anzahl ganz fix zur Silikonflasche. Denn gerade wenn man nicht stundenlang ein und dasselbe Bauteil nachbasteln will oder es nicht per 3D-Drucker beliebig oft nachproduzieren kann, ist eine Silikonform meiner Meinung nach die optimale Lösung. Zum Bau von einfachen und einteiligen Formen habe ich ja schon vor Jahren einige Tutorials veröffentlicht. Ebenso ein Video mit Tipps zu Stivalin, einem synthetischen Keramikgips, der eine hohe Festigkeit und Abformgenauigkeit bietet. Stivalin nutze ich nach wie vor für fast all meine Formen, auch wenn Resin manchmal für Kleinteile vielleicht die bessere Wahl wäre. Aber Resin ist in der Handhabung viel problematischer und gesundheitsschädlich und lässt eine Silikonform obendrein nach und nach spröde werden, sodass bereits nach rund 20 bis 30 Abgüssen erste Details verloren gehen. Stivalin und andere Gipssorten machen das nicht, was Silikonform damit quasi unverwüstlich macht. Meine erste Silikonform beispielsweise ist bereits rund 7 Jahre alt und besonders meine Modular Dungeon Form habe ich bereits 100-fach befüllt. Manche vielleicht sogar schon 1000-fach und noch immer ist kein Verschleiß festzustellen, da ich Stivalin und andere Dentalgipse verwende. Ja, ein 2-Komponenten-Set aus Silikon und Härter kostet schon ein paar Euros und beim Formbau gibt es definitiv eine Lernkurve. Aber wenn man mit dem Abformen von selbstgebastelten Kleinteilen beginnt, wie ich vor rund 7 Jahren, kann man sich nach und nach immer weiter steigern und dann seine eigenen Bauteile mit wenig Aufwand beliebig oft vervielfältigen. Ich habe euch daher eine neue Playlist mit TWS-Videos rund um die Themen Silikonform und Abgießen zusammengestellt. Schaut also gerne mal rein, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung alle relevanten Links zu Silikon, Stivalin und sonstigen Zubehör. Vielen Dank an dieser Stelle an PK Pro, der mir kürzlich einige Muster von seinen Silikonsorten kostenlos zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt hat. Ich kann sie neben den Silikonen von Troll Factory nur wärmstens empfehlen. Und egal, ob ihr nun lieber euren 3D-Drucker anwerft, alle Bauteile stets selber bastelt oder euch fürs Abgießen interessiert. Viel Spaß beim Basteln und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!